So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind wieder mal im Pool, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute hat der Dicke nämlich Geburtstag, aber nicht der hier vorne ist, sondern da hinten, der dünnere Dicke. Und wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Yeah! Das war's gut. Mehr muss man dazu nicht sagen. Und zur Feier des Tages hat uns auch was Besonderes begleitet, denn ihr seht hier ein Pikachu. Nicht nur ein Pikachu, denn ein Strohhut-Pikachu vom One Piece Event. Das hat uns hier in den Pool begleitet. Also eigentlich haben wir es beim Rausfahren von der Stadt gesehen, angedrückt, gesagt, schnell heim, los. Und dann war es weg. Und dann musste man nochmal los, musste nochmal eins andrücken. Das wollen wir jetzt mal hier live fangen. Wir nehmen auch extra eine goldene Beere. Wir freuen uns auf Party mit Strohhut-Pikachu und wollen dann noch ein paar Shinies entwickeln, denn das wird heute eine richtige Shiny-Pool-Party mit lauter Wasser-Shinies, mit Eis-Shinies, denn keine Feier ohne gekühlte Getränke, deshalb auch Eis-Pokémon dann genommen und entwickelt. Ihr habt es jetzt hier, 183 WP und das kann auch Shiny sein, also haltet die Augen offen, die nächsten Tage geht los, fangt euch da einiges weg, vielleicht kriegt ihr ein Shiny-Strohhut-Pikachu. So, wir gehen jetzt erstmal einmal zurück. Oh, das Pokémon ist geflohen. Wir gehen mal kurz in die Liste rein. Ich habe mir nämlich da was gedacht, was ich da einfach eingebe. Und zwar suchen wir mal nach Schillernd und Eis. Schillernd und Eis. Und dann zeigt es euch alle Shinies an. Und alle, die, also alle Eis-Pokémon, die Shiny sind. Wir machen mal nach Nummer sortiert. Was können wir hier noch entwickeln? Was haben wir noch nicht? Kusilla habe ich da schon gesehen. Wir scrollen aber mal die Liste nach unten. Und ja, hier seht ihr es, Kusilla. Da haben wir nämlich hier ein Shiny Glücks Kusilla. Das machen wir jetzt mal zu Shiny Glücks Rosana. Jetzt hatte ich schon Angst, dass das Handy ausgeht. Ich habe nämlich leider jetzt das andere dabei. Und deswegen muss ich gucken, dass das überhaupt passt mit der Aufnahme. Und da ist der Bildschirm schon richtig zersplittert. Das geht manchmal einfach aus, startet von neuem. Da habt ihr es aber, ein Shiny Rosana. Sieht richtig genial aus. Und wenn wir das schon entwickelt haben, 1437, gönnen wir uns noch ein zweites. Denn wir haben ja hier noch was. Das ist wenigstens nicht Lucky. Das stört auch der Hintergrund nicht, wie ihr wisst. Das also die ersten Eis-Pokémon für die Pool-Party, für die Shiny-Pool-Party. Da müssen wir richtig ausrasten hier, obwohl der Dicke, seht, der rastet komplett aus, ne? Der hängt einfach da wie ein Schluck Wasser. Die Dosen sind auch schon etliche leer und schwimmen hier um uns rum. Richtig genial. Dann haben wir unten Eis, ihr seht, ist nicht so viel, aber Schnäppke haben wir noch übrig. Und das ist ganz besonders, denn das hat drei, also da braucht man auch drei Stück. Weil man ja auch die Weiterentwicklungen männlich und weiblich haben möchte. Ich drücke jetzt mal, ich stelle euch mal hier hin. Das wird mir nämlich alles zu viel mit der Kamera halten die ganze Zeit. Sieht aber auch gut aus, kann man machen. Wir haben dann hier das Kleinste, das heben wir auf, das bleibt ein Schnäppke. Und das Zweithöchste entwickeln wir mal mit dem Sinnostein. Na los, wirf rein, denn da müsst ihr immer genau achten, männlich, weiblich, weil das eine kann sich nur mit dem Sinnostein entwickeln, das andere kann sich eben zu beiden entwickeln, da müsst ihr drauf achten, da habe ich auch geguckt, habe ewig geguckt. Von der Angelina Vio habe ich dann das aber so bekommen, dass das passt. Immer besten Dank natürlich, richtig gute Frau, die versorgt mich da immer mit allem Möglichen. 250 WP, ein Frostedje, wie ihr seht, als Shiny. Und das andere, das höchste, das können wir nur zum Männlichen machen, das müsste dann dieses Fort Minor sein, oder wie das heißt, auf jeden Fall auch Shiny. Das entwickeln wir jetzt noch hinterher, dann sind die Eis-Pokémon auch schon fertig. Irgendwie wackelt die Kamera die ganze Zeit, das ist so richtig vor und zurück, wenn ihr euch hier bewegt und die Dosen, die drücken euch einfach durch die Gegend. Das hat richtig rote Augen, so rot wie die 5-0er-Dosen von Sternburg, würde ich sagen. Wie die 5-0er-Dosen, fertig. So, das Fort Firnontor heißt das doch. Also, Ramses, was ist nur schon wieder los? Und nachdem wir die schillernden Eis-Shinies entwickelt haben, suchen wir auch mal die schillernden Wasser-Shinies. Geben also hier noch schillernd und Wasser zusätzlich ein. Da seht ihr die ganzen Starter, Schicki und so. Haben wir natürlich alles an den Community Days. Mit Brille, ohne Brille. Dann Shiny Enton, Entoron haben wir. Europe ist hier noch am Start, habe ich mir markiert. Ein normales Shiny Europe.
Vom Typ Wasser entwickeln wir zu einem Shiny Yugong. Vom Typ Wasser ist auch neu. Ihr habt gesehen, unten ist noch der Schatten drin. Richtig gute Sache. So füllt sich auch mal die Shiny Box. Ist ja sinnlos, wenn man da 10 Stück von dem gleichen hat und entwickelt die nie weiter. Ich wollte das immer mal in einem Video machen. Wusste nicht, wann das passt, aber heute bei der Shiny Pool Party können wir das machen. Das Wetter passt auch. Und das sieht auch richtig genial aus. Hat so ein... Also von hier sieht es aus, als hätte es so einen Grünspan, so einen grünen Touch. Das nehmen wir mal mit. Genau, Muschas haben wir hier, das haben wir aber alles schon fertig. Krabi, Krabi auch richtig genial. Da ist leider damals beim Tausch ein Lucky draus entstanden, was natürlich richtig kacke ist. Oh Digga, rastet doch nicht aus. Was natürlich richtig kacke ist, aber ich habe ja dann noch ein zweites bekommen. So seht ihr natürlich schöner die Farben und das höchste wollen wir jetzt wieder nehmen und zum Shiny Kingler entwickeln, was auch neuer Eintrag ist, im Shiny Decks zumindest. Ihr seht ja unten ist noch der Schatten da, der jetzt auch gleich weggeht. Und da ist gut, wenn die Sonne immer weggehen, wenn die Wolken weggehen und die Sonne knallt. Ein Shiny Kingler, habt ihr auch schon einen Shiny Kingler? Dann schreibt es mal in die Kommentare und das sieht richtig brutal aus, richtig giftgrün. Sepa haben wir hier, was wieder was Besonderes ist. Da müsst ihr ja wieder 3 Formen entwickeln. Wir zeigen euch mal hier sozusagen das Kleinste, was grünlich ist. Gehen auf das andere, machen einfach mal aus dem Sepa ein Seemon. Und das Höchste entwickeln wir dann zu Seemon und Sedra King. Einfach durch, das ist ja grün-grün und dann plötzlich lila, glaube ich. Na? Ich hätte es ja eigentlich mit Ton aufnehmen können. Nö, das ist gar nicht grün-grün-lila, das ist grün-blau und dann lila. Seemon auf jeden Fall sieht auch richtig stark aus, richtig kräftige Farben. Das lassen wir aber so und nehmen uns das hier, das höchste, und entwickeln das gleich zweimal durch. Bei der zweiten Entwicklung braucht ihr natürlich wieder einen Sinnostein. Aber das wisst ihr ja, wer das schon entwickelt hat. Ich bin was reingefallen. Was machst du da die ganze Zeit? Nichts, ich trinke nur Bier. So, Seemon am Start und jetzt mit, ach gar kein Sinnostein, was redet er, mit der Drachenhaut wird es dann natürlich zu Sedra King. Manchmal verliert man einfach den Überblick, wenn man so viel Bierdosen im Pool hat, dann blickt man gar nicht mehr durch. Aber die Shiny Pool Party geht fröhlich weiter. Ich weiß gar nicht, ob danach noch was kommt oder ob es das schon war. Auf jeden Fall waren schon ein paar coole Dinger dabei, ein paar neue Wasser- und Eis-Shinies. Das lassen wir jetzt auch so. Scrollen nochmal nach unten, da haben wir Ammonitas, Kabuto, Kanimani, Hydrobi ganz frisch gefangen. Seht ihr hier, Bluturzel ist dabei, Wingull, Weilmar, die sind aber auch alle schon fertig, auch Barschwa und die Perlu-Familie, alles voll. Und dann kommen nur noch Kyogris, ein ganzer Haufen. Jo, das war's dann also schon. Alle Wasser-Shinies entwickelt, alle Eis-Shinies entwickelt bei der Shiny Pool Party. Wir gehen nochmal zurück. Ihr seht hier in der Umgebung, da geht wirklich mal gar nichts ab. Da ist irgendwo ein Tentacher, auch Wasser, auf dem Spielplatz in Hessberg. Und ich habe schon wieder 1000 Anfragen bekommen. Wie ihr seht, wenn wir mal hier oben auf die Freunde gucken. 115 offene Anfragen noch. Ich habe gestern schon wieder 10 Leute gelöscht und 10 andere angenommen. Aber das nimmt immerzu wieder zu. Und immerzu muss Platz für Neues gemacht werden. Das war es aber von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, in your own beer mit in Pool Party 5.0 Export. Habt ihr schon einen Strohhut Pikachu gefangen? Schreibt's mal rein. Habt ihr vielleicht sogar einen Shiny davon? Schreibt's mal rein. Und habt ihr auch alle Shinies, die ich gerade entwickelt habe, auf der Hand und die Entwicklungen dazu? Sammelt ihr die Familien oder nur eins? Schreibt mal rein, wie sieht eure Sammlung aus? Es wächst immer weiter, genauso wie Iswos Bauch, wenn er so viel Bier trinkt. Irgendwann sieht er aus wie ich. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.